So, meine Lieben, wie viele von euch bemerkt haben, ich habe mir echt Zeit gelassen, jetzt dieses Statement hochzuladen. Aber das hat einfach den Hintergrund. Ich habe versucht, die ganzen Jahre zu reflektieren und auch wirklich versucht, die Details rauszunehmen, um euch die erzählen zu können. Und um einen Abschluss mit der ganzen Mädchen-WG-Thematik einfach zu finden. Zu der Flughafen-Thematik, meine Lieben, möchte ich mich entschuldigen. Ich hatte das irgendwie ganz anders in Erinnerung. Und ja, es kann mal passieren, dass man nach 6 Jahren irgendwie was vertauscht. Aber gut, so ist es. Sorry. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. So, 2016 nach den Dreharbeiten der Mädchen-WG sind wir alle zusammen nach Köln gefahren, um das Intro für die Mädchen-WG aufzunehmen. Ich habe damals wirklich versucht, die ganzen Geschehnisse, die davor passiert sind, einfach auszublenden, einfach eine schöne Zeit mit den Mädels zu haben und die Zeit einfach zu genießen. Danach erstellten wir eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns immer up-to-date hielten, gegenseitig fragten, wie es uns ging. Und naja, dann kam im Dezember die Planung des Wiedersehens. Leider konnte ich an dem Treffen nicht teilnehmen, weil sich im Verlauf der Planung ergab, dass sich die Mädels an meinem Geburtstag treffen wollten. Und ich bin ehrlich, ich wollte meinen Geburtstag mit meiner Familie verbringen. Während des Treffens habe ich nichts von den Mädels gehört, bis ich an einem Abend von einem Fan unter einem Livestream getaggt wurde und ich gesehen habe, dass die Mädels schlecht und negativ über die WG-Zeit, aber auch über mich gesprochen haben. Serena erwähnte in Kajas Video, dass sie diesen einen Satz sagte, den sie aus gutem Grund nicht wiederholen möchte. Der Livestream existiert leider nicht mehr. I don't know. Ich kann ihn nicht auffinden. Deswegen kann ich euch jetzt kein Video einblenden. Weiterhin erwähnte Serena, dass sie Angst vor einer Anzeige hatte. Vielleicht auch wegen diesem einen Satz. Obwohl sie ja eher gedacht hätte, dass Kaja eine Anzeige bekommt. Ich möchte hier klarstellen, dass ich nie vorhatte, ein Mädchen aus der Mädchen-WG anzuzeigen und ich nur vermuten kann, wie sie darauf kam. Es kann durchaus sein, dass die ZDF-Redaktion eingeschritten ist, weil sie einfach gemerkt haben, dass wir uns auf Social Media gestritten haben und dass das kein gutes Außenbild vermittelt hat. Ein weiterer Punkt, den Serena erwähnte, ist, dass sie auf ihren Social Media Kanälen viele Kommentare bekam in Form von "Wo ist Luna? Was ist mit Luna?". Diese Kommentare waren jedoch harmlos zu dem, was ich bekam, an harten Beleidigungen, negativen Kommentaren und so weiter. Ich möchte anmerken, dass ich erst 14 war und mit dieser Situation gar nicht umzugehen wusste. Ich hielt es damals für klüger, mich nicht zu dieser Sache zu äußern, mit der Hoffnung, dass ich die Hatewelle einfach liegen würde. Im Januar 2017 löste Kaja mit einem ihrer ersten YouTube-Videos mit dem Titel "Mein Einzug in die WG, wo ist Luna?" die zweite Hatewelle aus. Und aus heutiger Sicht hätte ich mich dazu äußern sollen. Habe ich aber nicht. Dass Kaja mit 14 nicht wusste, was sie mit diesen Videos auslösen würde, ist vielleicht verständlich. Aber aus heutiger Sicht nicht wirklich. Weiterhin lernte sie damals ja auch schon, dass das durch sie provozierte Drama einfach sehr gute Quoten einbrachte. Im September 2017 wurde ich von der ZDF-Redakteurin gefragt, ob ich Lust hätte, die Mädels wieder zu treffen, um eine Reaktion zur Jungs-WG aufzunehmen. Da einige Zeit vergangen war, hielt ich es für eine gute Idee, die Mädels zu treffen und mich einfach mit ihnen auszusprechen. Das Treffen sollte bei Julina stattfinden und die Redakteurin sagte mir, ich sollte mich bei einem der Mädels melden, um die Adresse zu erfragen. I don't know why, ich habe mich für Kaja entschieden. Schwierig, denn sie war sehr unkooperativ und wollte die Adresse nicht rausgeben. Im Oktober 2017 fuhr ich mit meinem Dad nach München, um mich mit den Mädels bei Julina zu treffen. Der Empfang war sehr, sehr kalt und auch im Verlauf des Drehs besserte sich die Stimmung nicht. Die Redakteurin schritt irgendwann mal ein und ermahnte uns, dass wir uns zusammenreißen sollen, weil wir komplett verkrampft auf der Couch saßen und keiner so wirklich mit mir interagieren wollte. Nach dem Dreh wollte ich von den Mädels wirklich nichts mehr wissen und es herrschte auch super lange Funkstille bis zu Kajas Video über die Mädchen-WG diesen Jahres im Juni. Und dadurch löste sie wieder eine Hatewelle aus und blieb sich damit treu. Ich habe mich wirklich ab einem gewissen Punkt so selber zu einer Außenseiterin gemacht und ich einfach immer ein großes, fettes Fragezeichen in meinem Kopf hatte, was ich denn falsch gemacht habe. Wein, Alk, Böll. Diese ganzen Fälle haben dazu geführt, dass ich jetzt schon Probleme habe, Menschen zu vertrauen, beziehungsweise spezifisch Mädchen zu vertrauen. Ich roast ja gerne Leute. Prinzipiell mich immer sehr überrascht und glücklich, wenn Mädchen nett zu mir sind. Ich habe die oft geroastet, aber es viele Situationen über die Jahre gab, dass sich so Mädchen zusammengeschlossen haben. Und dann steht die Person halt vor mir, die ich absolut geroastet habe. Ihr braucht 5 gegen 1, um klarzukommen, irgendwas mir zu sagen. Ich hab sie auch nie geroastet. Du hast jeden geroastet schon. Ja, ich war halt einfach zu jung, um zu wissen, wie man mit sowas umgehen soll. Die ganzen TikToker, die ich vor einer ganzen Weile geroastet habe. Die Mädchen haben mich alle gehasst. Das macht überhaupt keinen Sinn, so pädagogisch gesehen. Ich finde, dass einiges, was in der Mädchen-WG oder auch danach mir gegenüber geäußert und getan wurde, nicht in Ordnung war. Im Endeffekt geht es um Mobbing und dass man sich in der Gruppe stark fühlt. Ich sage nicht, dass alles schlecht war, aber die Anfeindungen nach der Mädchen-WG zeigen einfach nur, dass wir noch alle sehr viel zu lernen haben. Ich habe meinen Frieden gefunden und ich möchte mit diesem Drama abschließen und mich einfach auf das Wesentliche konzentrieren.
meine Musik. Also würde ich euch jetzt sagen, good vibes only, un bacio grandissimo. Ciao a tutti.